Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt zusammen mit mir, dem Rio und dem lieben Aika Ramba. Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ihr auch bei mir reingeschaltet habt. Und ihr habt schon richtig gehört, es gibt ein neues Projekt auch bei mir. Wir haben da zusammen ein kleines Konzept ausgetüftelt und ja, vielleicht erklärst du es mal ganz kurz, Rio. Ja, allzu neu ist es nicht. Also ich kenne es zumindest schon mal so von anderen, aber vielleicht für euch wird es bestimmt neu sein. Battlefield 1, ihr seht es ja schon. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir die Operation abfilmen. Ihr seht sie bei mir jetzt gerade auf jeden Fall auf dem Bildschirm, beim Andi bestimmt auch. Und davon gibt es 4 an der Zahl. Kaiserschlacht, In die Hölle, Eiserne Linie und Öl der Imperien. Und wir werden zusammen diese Operation spielen. Aber jetzt kommt der Clou, den euch Andi erklärt. Ja, der Clou ist mal was anderes, weil wir hatten ja schon in der Vergangenheit Togethers. Und ich fand bei den Togethers es schon immer sehr stimmig und es hat zwischen uns immer gut harmoniert. Aber es war halt trotzdem das gleiche Material auf beiden Kanälen. Und ich glaube, gerade die Operationen bieten jetzt die Möglichkeit, sehr schön für uns, einen Teil sozusagen auf dem einen Kanal bei Rio zu zeigen, den anderen bei mir. Und dementsprechend ist unser Plan so wie jetzt folgt, dass der erste Teil bei Rio zu sehen ist, also der erste Teil der Operation werdet ihr bei ihm auf dem Kanal sehen. Zeitgleich werde ich aber auf meinem Kanal den zweiten Teil bringen. Das heißt, ihr könnt euch entweder bei Andi oder bei mir den einen Teil angucken, dann gibt es natürlich eine Querverlinkung zu dem anderen Teil und könnt euch den anderen Teil bei dem anderen Kanal angucken. Eigentlich relativ simpel für euch, unändert sich da eigentlich nichts, außer dass ihr 2 Perspektiven seht, 2 Spielweisen, was vielleicht auch ganz interessant ist und vielleicht der Name unter dem Video ein anderer ist, aber dadurch, dass ihr wie gesagt immer auf den Link klicken könnt, ist da eigentlich kein großartiges Problem bei. Genau. Das war's eigentlich auch schon und ich würde sagen, wir starten dann eigentlich gleich mal ins Spiel und sehen uns dann bei mir in der ersten Operation und bei Andi dann in der zweiten. Genau. Bis gleich. So, willkommen im ersten Spiel, in der ersten Operation in der Kaiserschlacht war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Kaiserschlacht, genau. Ja, ja. Und wir sind die Briten, spielen gegen die Deutschen. Wir sind in der verteidigenden Position. Die Deutschen kommen hier von links. Es gibt verschiedene Sektoren, die seht ihr hier. Und ich steige einfach mal als Sturmsoldat ein. Zuerst. Also wichtig, Sturmsoldat, nicht Sturmtruppler. Das sind große Unterschiede. Sturmtruppler wäre bei Battlefront gewesen, ja. Ja. So, Gräbenkriege überall. Wohin das Auge reicht. Eine sehr schöne Map, auch mal wieder rein optisch. Ein absolutes Highlight. Also die Optik von dem Spiel ist sensationell. Oh ja. Kann ich mich nur anschließen. Ich habe schon erst einen Feindkontakt hier gehabt. Junge, 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 der hat aber was ausgehalten, hey. Ich glaube, ich sollte doch einen Medic nehmen, weil er hat nämlich eine halbautomatische Waffe. Ja, Medics sind echt verhältnismäßig gut. Oh Mann, eine Granate da hinten hin. Gibt's hier irgendwo einen Panzer? Oh, Feind getroffen, aber nur. Oh, wo kam der denn jetzt her? Der hat mit Mondragon-Sturm, der Mexikaner. Der hat ja eine Spezialwaffe gehabt hier. Nice. Ja, finde ich toll. Wieder werden direkt sterben. Aber ich hätte ja eine Panzerbüchse, die ich benutzen könnte. Bist du immer noch ein Mörser? Ich sitze hier gerade in so einem stationären Ding. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Weiß ich, dass Sanitäter gesichtet. Junge, Alpha ist schon mal raus. Ja, Alpha ist schon durch, ja. Aber wir können Alpha rein theoretisch auch wieder erobern. Boah, irgendwas hat mich da gerade richtig heftig getroffen. Ich weiß zwar gerade nicht was, aber... Ich glaube, da steht noch irgendwo der Panzer, ne? Ja. Wo steht der denn? Aber der steht leider so weit hinten, dass ich hier... Ich sitze ja in so einem... In so einem... Oh Gott, was ist denn das? So eine Panzerhaubitze? Keine Ahnung. Aber der kommt leider nicht so weit vor, wie ich es bräuchte. Das ist ein feindlicher Speer. Ah, das ist ein Speer. Ich setze mich nochmal hier ran. Ah, 2 mit einem Schuss. Mit dem Feldgeschütz, so heißt es richtig. Jetzt, wenn ich damit jemanden auch kill, sehe ich es auch. Ach, du bist im Feldgeschütz hinten drin. Yep. Ah, I see. Ah, guck mal, die Flagge wird schon wieder eingenommen. Ich bleib mal hier kurz in dem stationären MG. Zack. Wieder 2. Multikill. Läuft im Feldgeschütz. Ja, das Feldgeschütz ist sehr stark.
Landkreuzer beschädigt. Oh, dann habe ich den jetzt auch mal wahrgenommen. Boah. Nicht ohne. Jetzt haben wir A wieder. Sehr schön, ja. Sehr wichtig. Ah, der liegt da noch. Jetzt ist er weg. Sichtungsbonus bekommen. Aber ich glaube, ich muss echt gleich mal wechseln, habe ich den Eindruck. Mit dem, mit der... Jetzt kommt das Flugzeug. Mit der? Mit dem Sturmsoldaten kriege ich hier irgendwie keinen, gewinne ich hier keinen Blumentopf. Ja, also gerade Medic ist aktuell schon wirklich ordentlich gut, muss man leider sagen. Oh, den, das Pferdchen habe ich. Oder das natürlich. Wo sind die hier? Au, 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 au. Jetzt gehen sie auf B, auf den Graben. Ja, ich bin hier, aber... Ja, ich sehe schon. Gefühlt niemand sonst. Ich bin neben dir. Ja. Ist noch gestorben, der Typ, aber... Ach Gott, Medic wechseln. E-Wirksen mal zum Medic. Wurde ich wiederbelebt, das ist schön. Ja, oben seht ihr übrigens die Tickets. Die haben noch 72 Tickets. Danach ist dieser Angriff erstmal gescheitert. Allerdings ist es nicht vorbei. Die Gegner haben da noch mehrere Angriffe zur Verfügung. Steh wieder auf. Den habe ich. Oh, jetzt haben sie... Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Holy fuck, wir sind jetzt gerade wieder bei B. Ja. Hier geht's sauber runter. Geht schon ganz schön ab gerade, aber wir haben B wieder am Einnehmen. Ja, ist immer gut dabei. Das ist immer sehr gut. Da kommt ein eigener und ich balle erstmal drauf wie wild, ey. Das, wenn im Krieg passiert. Da kommt schon wieder ein Panzer hinten. Eieiei. Ich geh mal in die Feldhaubitze. Ja, die ist saugut. Wo ist der Panzer hin? Der steht da. Schießt schon fleißig. Hab ihn einmal erwischt. Jawohl, ich hab ihn. Feind getroffen. Alter. Boah, Junge. Geht krass ab hier. Kann man sagen, was man will. Aber das ist halt, das macht auch das Feeling bei dem Spiel aus. Also die Atmo ist unglaublich einfach. Das ist gerade mega unübersichtlich, diese Map. Achso, das bist du. Ich hab gerade auf dich geschossen. Pack den anderen aus seinem Feldschütz rausgeschossen hier. Der Einzige, der das macht. Ah, ist getroffen. Zumindest nicht getötet. Erste Hilfe, nimm schon! Pack noch einer raus. Ach, und da holt mich der Sniper von rechts hinten. Ah, aber die haben noch 7 Angreifer. Ja, das schaut ganz gut aus, also da haben wir nicht viel eingebüßt bis dato. Junge, Junge. Erste Hilfe für dich. Hier wird's aber gerade ganz schön eng. Nur im Explodieren hier gerade. Boah, wie viele Granaten kamen denn auf mich gerade? Oh, Sektor verteidigt. Das lief schon mal gut. Müssen wir nur noch zweimal oder einmal? Wie oft müssen wir verteidigen? Zweimal. Aber wir haben ja direkt den ersten Sektor schon verteidigt. Ja. Also hier sieht man die Sektorenkarte.
eine ganze Menge gibt's davon und den ersten haben wir auf jeden Fall verteidigt. Der erste lief gut, ne? Aber jetzt kriegen sie einen Zeppelin. Na, jetzt kann's böse werden, also... Der ist schon sehr gut in der Unterstützung. Wir haben auf jeden Fall hinten eine Flak stehen, vielleicht kommt man da ganz gut ran, ich versuch's auf jeden Fall. Ich spawn wieder bei B, ich glaube hier war die Flak. Und versuche mich mal in die Flak zu setzen, mal sehen, ob ich sie finde. Ich bin da ja... Also hier bin ich schon mal falsch. Da ist das MG. Ach, da sitzt schon jemand in der Flak. Dann setze ich mich in das MG und schieße mit dem MG ein bisschen drauf. Auf diese Kante hinten, auf die untere. Ich glaube, die geht ganz gut. Dann bist du Behemoth getroffen, habe ich. Aber ja, ja, das passt. Immer hinten drauf, hinten auf diese Kante unten. Ah, ich kann jetzt nicht mehr drauf schießen. Der ist außer Reichweite leider. Ah, Mist. Da ist ein Panzer durch. Aber da hinten ist ja noch ein Feldgeschützchen. Oh, sehr gut. Der Panzer hat sich aufs Dach gelegt von denen. Sehr wichtig schon mal. Boah. Von wo denn? Ach, da ist jemand direkt hinten zu B gerusht. Ich würde gerne ein Flugzeug, wenn es möglich ist, aber ist leider kein Star. Oh, A wird jetzt gerade richtig überrannt. A ist heftig. B wird auch überrannt. Maschinengewehr gesichtet. Ja, jetzt wird's kritisch. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Luftschiff ziemlich groß. Ah, Sektor verloren. Ah, schade. Ach, da hat mich das Luftschiff rausgenommen. Das ist schon sehr, sehr ordentlich, wenn das so in der Luft ist. Ich muss mich zurückziehen. Retreat, retreat! Hier, Mann, erste Hilfe. Ich bin an der Flak. Sehr gut, mach alles, was du kannst dagegen. Viel zu viele Hitpoints, das Ding. Ja. Nee, jetzt hat das Luftschiff mich einfach eiskalt weggeschossen. Ja, ja, das ist, was einmal Fokus hat, dann... Eiskalt weggeballert. Hat das mich... Ja, der B-Muss ist böse. Ja, sonst geht halt auch keiner wirklich drauf. Flugzeug haben wir irgendwie keins in der Luft. Ah, ist runtergeschossen worden schon. Ansonsten. Der schießt jetzt natürlich auch die ganze Zeit auf diese Flak, ne? Ja, ja, gut. Das Luftschiff, muss ich sagen, ist eines der krassesten Behemoths irgendwie. Gefühlt. Ja, weil du kannst halt einfach auch da nicht mit dem Panzer so gut gegenarbeiten wie mit anderen. Das ist ein Landkreuzer. Du, lass mich einfach in Ruhe. Ach man, das ist nicht... Also diesen Bayonett-Charge finde ich mittlerweile richtig scheiße. Du wirst einfach so schnell weggeschossen dadurch. So, ein Flugzeug ist ready. Ich gehe mal direkt auf den Kämpfer. Ufen Fighter und dann fliege ich so ein bisschen ans Luftschiff ran. Ja. Also den Mörser, muss ich ja sagen, von dem Unterstützungstrupp mag ich sehr gern. Ja, der ist stark. Der ist ganz lässig. Geschütz deaktiviert, nice. Ich habe die hintere Kanzel ausgeschaltet. Der ist sehr, sehr schön. Das ist wichtig.
ist ja schon mal ein bisschen beschnittener. Mörser gegen Mörser gerade. Ich habe den kürzeren gezogen. Oh, jetzt haben sie B. Wir haben Einsatzziel. Ja, weil ich muss mich mal reparieren. Ich hatte gut getroffen. Ja. Er hat auch nur, noch, ein Viertel. Also von dem her. Ich habe den auch gut getroffen. Also der Jäger macht gut Schaden auf dem Ding. Ja, da schießt auch eine Flak, schießt gut drauf. Also jetzt ist der Fokus schön auf dem. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ich wende gleich nochmal und dann gehe ich nochmal drauf. Ja, dann schaut es sehr gut aus. Das war's sogar. Der stürzt jetzt ab. Sehr nice. Das muss ich gleich mal zeigen, wie das aussieht, wenn der in die Luft geht. Das ist schon sehr beeindruckend. Da geht er runter. Im Chat auch gleich. Boom, 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 boom. Da brennt es. So, naja gut. Ist wieder so ein Panzer unterwegs. Oh, ich glaube, der hat sich aber auch gerade wieder in den Graben so halb festgesetzt. Sehr schön. Jetzt bin ich hier im Jäger und habe kein Luftziel mehr, aber ich kann ja Bodenziele angreifen, ne? Wer gelacht. Wäre zu stark auf dich. Ich habe hier gerade das Skelett sozusagen, also die Überreste von dem Luftschiff. Ja, naja, gut. Die Hälfte der feindlichen Truppen wurde besiegt. Ah, Gott. Immer diese Scharfschützen. Das ist das Einzige, was mich hier in dem Spiel noch so richtig nervt. Scharfschützen? Ja, die gehen mir schon teilweise richtig auf den Senkel. Ach, die Gegner haben ja doch ein Flugzeug. Dann... Go for it, Maverick. I do. Jetzt weiß ich dummerweise nicht, wo es ist. Ah, hinter mir. Oh, der hat einen Bordschützen drauf. Kann ich schon wieder direkt vergessen. Bordschützen sind aber zu stark in diesem Spiel. Ja, Bordschützen sind sehr, sehr krass. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Ui, das war schlecht. Da habe ich den Baum nicht gesehen. Ich spawne mal bei dir. Du bist im Unterstützer aktuell unterwegs, ne? Ja. Yep. Dann bleib ich mal auf dem Medic. Kann ich dir eine Arzttasche werfen? Ich gerne. Boah, Gott, schreck mich halt hoch. Oh. Da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Hier, erste Hilfe. Fiese Geschichte. Da ist der. Aua. Ja. Yep. Ah, super fiese Geschichte. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Einsatzziel Bertha. Was willst du denn? Oh, da kommt ein Panzer lang gefahren. Hier, erste Hilfe. Oh, oh, oh. Oh oh. Panzer, da kommt ein Panzer. Ja, der ist so auch richtig mad.
Oh Gott, ey, kamen da zwei Leute. Sektor verloren. Scheiße. Wir haben den Sektor verloren. Ah, die machen gut Fortschritte. Ist nicht einfach, das zu verteidigen, du. Nee, das sind jetzt gerade gut dabei. Überlegen, ob ich den anpasse. Nehme ich mir was anderes mit. Wieder so ein Sniper, ey. Selbstlader. Der ist nämlich ganz schick, eigentlich. Schalt mir den mal frei hier. So, mal eine andere Waffe ausprobieren. Au, au, au. Au, au, geht schon wieder rund. Ah, da hinten ist schon wieder ein Panzer. Panzer? Sag mal, die Leute, die sofort ihre Leiche freilassen, ja? Verstehe ich nicht, sowas verstehe ich nicht. Damit kommst du auf die Beine. Habe ich auch kein Verständnis für. Gibt's hier noch irgendwo ein schönes Geschütz? Hast du mal was gesehen? Nee, schaut gerade ganz schön. Ganz schön mau aus. Oh, was für ein Schuss! Die Karte ist auch so dunkel, dass du echt das Problem hast, die Leute zu sehen, die Gegner. Ja, das ist wohl wahr. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Die letzten Überreste der Häuser hier. Einsatzziel Bertha wird eingenommen. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Ach mein Gott. Vor allem mit einer Zairi Gotti. Ich war 100% hatte ich. Der muss mir doch einen direkten Headshot gegeben haben. Gut, müssen wir halt noch 18 halten. Ja. Gegen 18 Bataillon halten. Ich wechsle jetzt mal auf den Sturmsoldaten wieder, weil... Zum Sturmtruppler. Zum Sturmtruppler, weil wegen den ganzen Panzern, die hier rumgurken. Ja, die Panzer sind in der Tat etwas nervig. Wo sind sie denn? Oh, da ist einer! Wo ist einer? Direkt vor mir! Ah, ich sehe ihn. Überrollt mich gerade! Ich bin gesehen, ich komme leider gar nicht ran. Nee, kein Problem. Du fragst, wo er ist und er kommt wirklich so auf mich zu und denkt mir so, okay, ich hab... Oh, einen. Der ist ja näher dran, als ich dachte. Hä? Ach, da war ein Schwert. Super. Manchmal geht echt die Übersicht flöten. Ich spiele aber gerade schlecht. Ist der Panzer noch am Leben? Nee. Doch, doch, der lebt noch. Warum sehe ich den nicht? Markiert doch keinen, oder? Doch, da ist er. Da ist er. Ja, das ist wieder ein anderer. Ey, warum schießt er denn nur auf mich? Der hat doch lauter Ziele vor sich. Ihr habt den Jerry seine Lektion in Sachen Ach. Schon geschafft. Oh, sehr nice. Aber jetzt wird es nochmal intens. Da sind sie diesmal besser vorgerückt. Zwei Sektoren haben sie bekommen oder ein? Nee, zwei sogar. Zwei. Letzte Verteidigung. Der eine schreibt, Shooting a horse with an anti-tank rifle, I feel bad. Wieder das Luftschiff, ey. Oh, Panzer, Panzer, Panzer. Ich will diesmal einen Panzer. Oh, jetzt hat jemand mir den Panzer weggeschnappt. Hasse das. Man kann den Panzer nicht mal in Ruhe anpassen, ja? Nee, das war doch aber in der Beta war das anders. Wenn du da drauf geklickt hattest, hattest du den auch. Ja, ich meine schon. Aber vielleicht haben sie es geändert, weil du dir die sonst irgendwie... Ah, jetzt bin ich sogar am falschen... Nee, egal. Weil du sie dir sonst, hättest sichern können oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Den Typen wollte ich auch eigentlich gar nicht haben.
Oh, schon wieder ein Panzer, ich pick die Motten. Die Leute checken auch nicht, dass sie diese Kanzeln abschießen müssen. Die schießen einfach mal nur drauf. Ja, ja. An den Kanzeln machst du richtig schön Schaden. Ah, warte mal. Wenn, dann passe ich den aber an. Anpassen. Kommunikationstasche schalte ich mir frei. Und einen Mörser mit HE. Eieiei, Luftschiff. Luftdetonationsgranaten. Aha, effektiv gegen Infanterie. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Benutzt du die Luftdetonation oder die anderen? Die normalen. Okay. Also beim Mörser oder was? Ja, ja. Beim Mörser Luftdetonation, ja, ja. Das ist besser gegen Infanterie. Die anderen sind besser gegen Panzer. Fahrzeugabwehrkit, wo? Ich hab gesagt, in der Nähe meiner Position ist ein Fahrzeugabwehrkit verfügbar. Das hätte ich gerne. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Schade, das Fahrzeugabwehrkit ist weg. Wie lag es? Aber beim vierten und seiner. Oh Gott, das war noch ein Medic. Da konnten sie alle wieder zurückholen. Wie ärgerlich. Ja, irgendjemand ist jetzt auch auf B drauf. Aber der schießt fleißig auf die Kanzel, der Kuscherino hier. Das ist gut. Boom, Alter. Was hier explodiert. Hier, erste Hilfe für dich. Oh, oh, ich wollte nur eine erste Hilfetasche schmeißen. Ah, ah, ah. Das Flugzeug. Oh, Mann, ey. Das Luftschiff. Geht der mir auf den Keks? Eigentlich wäre, glaube ich, hier sogar ein Bomber gut, ne? Ja, könnte man auch vielleicht überlegen. Flugzeug in Sichtweite. Alter, von wo beschießt? Bitte. Ist das ein blöder Idiot? Mann, wie mich sowas nervt. Er verfolgt die ganze Zeit dieses scheiß Angriffsflugzeug, dieses Angriffsflugzeug mit dem Backgunner hinten drin. Naja, das ist. Mein Gott, ey, manche Leute sind so unfähig. Unfassbar. Ob ich wohl mit der Anti-Tank-Rifle oben auf das Luftschiff komme? Gute Frage, probieren. Komm ich. Ach ja, klar, siehst du mich sofort. Einen Schuss gebe ich ab und nicht, er sieht mich sofort. Also, irgendwie ist gerade der Wurm drin. Ja, na klar. Schwache Verteidigung. Wir haben den Sektor verloren. Die kriegen sogar nochmal... wieder das Luftschiff. Die kriegen ja sogar nochmal Tickets, wusste ich gar nicht. Doch, doch, wenn sie den Sektor haben, dann geht's weiter. Wo spawn ich denn? Spawn mal hier bei C. Ah, da ist auch eine Flakkanone. Ja, das ist unser letztes Abwehrbollwerk jetzt. Und danach. Unser vorletztes. Wieder ein Panzer. Leute, ich habe den ganzen Trupp gerade ausgelöscht. Nice. Och Mann, bitte, Flugzeug, jetzt nerv mich doch nicht. Die ganze Zeit geht dieses Flugzeug auf mich her. Ja, das kann ich, das geht mir mit dem Luftschiff so gefühlt. Also das Gefühl, ich bin schon 4-0 oder sowas gegen den. Aber die haben wenigstens, das Luftschiff ist wenigstens jetzt zerstört. Ist es? Ja. Nice. Boah!
Einsatzziel Cäsar verloren. Schlag mir zurück, Jungs! Oh, ich habe mich von meiner eigenen Granate gekillt, obwohl ich die am unteren Stock weggeschmissen habe. Ach Gott, da kommt der mit seinen 31 Hitpoints. Bessert mich auch noch. Die Hälfte der feindlichen Truppen wurde besiegt. Aber es schaut ja jetzt gerade ganz passabel vernünftig aus. So. Was haben wir denn hier? Abschnittssparer. Ich hätte ganz gerne nochmal so ein Anti-Air-Geschütz gegen die ganzen Flugzeuge, die sie haben, weil die gehen mir auch auf den Keks. Ja, das ist hier so. Flak ist schwierig. Schwieriges Pflaster. Das ist leider. So, die haben wir. Ja, die sind auf jeden Fall mal hier. Panzer, Panzer, Panzer. Panzer, Panzer, Panzer. Einen habe ich zerstört. Boah, was passiert hier gerade? Du krass, ja. Das Haus ist schon zerstört. Ja, das Haus ist aber mal richtig im Arsch. Ah, Sniper. Hier am Platz geht's auch richtig rund. Ich brauche Heilung. Munition gebraucht. Nicht Heilung da, wenn man welche braucht. Richtiger Dorfkampf hier. Aber richtig intensiv. Ah. Alter Falter. Reitet ein Pferd. Also, ein Reiter auf einem Pferd. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Gute Frage, wo der jetzt hingeritten ist. Aber da hinten. Ach, im Haus, da ganz oben war jemand. Haben wir verloren. WTF. Jetzt müssen wir uns aber noch ranhalten, du. Das ist nicht, Seht ihr das? Ein feindlicher Panzer! Ah, fuck, nicht getroffen. Ach, und dann doch wieder ein Panzer von hinten. Ach. Back in the game. Bist du bei mir zufällig? Nee, ich glaube, ich war in dem, oben im Haus gesessen. Hier war ich, brauche dringend Munition. Ich kann gern wieder bei... Ich spawn jetzt bei dir. Warte. Und jetzt... Oh nein, die kriegen den Punkt noch. Ja. Das ist ja, ja unfassbar. Aber nur noch. Und wie werde ich immer von dieser Zeitigotti gewonshottet? Immer vom gleichen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Der cheatet doch, Alter. 107 zu 20? Nie im Leben. Nie im Leben. 107 zu 20, okay. Ja, vor allem, wenn er mit einem Schuss mich ständig killt. Das ist schon sehr auffällig. Das ist schon sehr strange, ja. Das ist sehr, sehr auffällig. Gibt ja schon die ersten Cheats für Battlefield 1 leider, wie es halt immer so bei den Mods ist. Man, hier fällt es nicht so krass auf bei 64 gegen 64, aber wenn jemand 107 zu 20 hat und mich ständig mit einem Schuss gekillt hat, dann ist das schon, merkwürdig. Das ist wirklich etwas sehr Stranger.
Ich werde immer von Panzern in dem Spiel hier gerade gekillt. Ich habe ein Pferdchen gekillt. Das arme Pferd. Ja, okay, eigentlich ging es mir mehr um den Reiter, aber hey. Die gibt zwar Lust, oder? Aber nur noch 17, also es ist alles sehr, sehr gut machbar gerade. Boah, mein Gott, hey. Brauch wieder Munition. Das gibt's nicht. Ich werf jetzt schon mit meinen Panzerabwehrgranaten. Auch Munition. Bei B in dem Haus. So hart Munition gerade. Da liegt ja Munition. Nice. Ah, geschafft. Ja. Ui, meine Fresse. Holy fuck. War das krass. Das war intensiv, ja. Das war eine schöne erste Runde. Und jetzt geht es ja so gesehen mit der zweiten Runde direkt nach Sektor Perron weiter. Also wenn man schon die erste so intensive Runde hinter sich hat. Puh. Nee, Sektor Perron waren wir jetzt. Ach, jetzt geht's, glaube ich, in die Vororte von Armenien. Ach, da geht's jetzt hin. Okay. Armeniens. Spekulatives Szenario würde den Ausgang des Krieges gewiss beeinflussen. Ja, spekulative Szenarien ist mal ganz interessant, was er dazu sagen. Wobei die Operation jetzt an der Stelle beendet ist, weil wir komplett verteidigt haben. Hätten wir jetzt diesen einen Kampf verloren, dann würde es in die nächste Schlacht gehen. Genau, deswegen machen wir jetzt ausnahmsweise so weiter, dass wir eine neue Operation starten und da sozusagen dann die Runde dann zeigen. Also von dem her heute sogar jetzt dann zwei Operationen. Genau, dann bis beim Video bei Andi zur gleichen Zeit quasi. Tschüss.